Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der FIFA 18 Prognosen. Und heute geht es um den zweiten Spieltag der Gruppe C mit den Mannschaften Dänemark und Australien. Das Spiel findet am Donnerstag, den 21. Juni statt. Ja, wichtiges Spiel für beide hier. Da kann man noch keinen Favoriten so klar festmachen. Vielleicht Dänemark klar mit den europäischen Spielern, die man ein bisschen mehr kennt. Delaney kürzlich zum BVB gewechselt. Also, und natürlich ein Christian Eriksen. Die haben auf jeden Fall ein nicht zu unterschätzendes Mittelfeld, die Dänen. Zum ersten Mal. Und Delaney kann auch froh sein, dass Australien hier nicht in Grün spielt, weil der hat tatsächlich eine Rot-Grün-Schwäche, habe ich den Tag mal gelesen. Tut sich da schwer, dann die Trikots zu unterscheiden. Das wissen wir auch noch nicht. Aber das nur so als kleiner Fakt hier am Rande. Natürlich wichtiges Spiel für beide, wegweisend neben Frankreich, dem man sich da irgendwie den Platz auf den Platz 2 sichern, meine ich. Und das wird schwer genug. Cruz. Raus auf dich. Die erste Flanke und die ist gar nicht mehr schlecht. Und da ist Jedinak. Der schießt nicht. Eriksen damit Defensivarbeit sieht man auch eher selten, aber das kann der. Aber passen kann der noch besser. Glücklich, dass Sisto den Ball da durchkriegt. Jetzt hat er freie Bahn. Nein, Sainsbury macht einen Riesentackling und verhindert hier wahrscheinlich das 1 zu 0. Mit einer komplett wahnsinnig guten Gerätsche, weil also wenn die schief geht, dann ist er hier mit Rot vom Platz und der Sisto höchstwahrscheinlich im Krankenhaus, aber so geht alles gut und jetzt Eriksen und Ryan mit der nächsten Glanztat hier und Dänemark kommt hier immer mehr ins Rollen. Australien muss aufpassen, eine Frage der Zeit gerade anscheinend, bis das Tor fällt, so wirkt es und Cahill drescht den Ball da erstmal raus und Kriegt dann den aber Ball gleich aber. wieder. Ja. Cahill, ja, dieser alte Mann, ich glaube 37 ist er mittlerweile. Ein absoluter Star bei Australien, hat schon fast jede WM da mitgemacht und ist immer noch dabei. Mal schauen, ob er dieses Jahr auch wieder der beste Australier sein wird. Da ist er wieder am Ball. Gute Übersicht. Robbie Cruz, Matthew Leckie. Eriksen, wieder raus aus Sisto. Die Kombi hat bisher hier heute sehr gut funktioniert. Da ist der andere Flügelspieler, Yusuf Paulsen, der kriegt jetzt den Ball. Yusuf Paulsen von Leipzig, aber dann braucht er einen Tick zu lang. Und Australien kann sich hier befreien und vielleicht den Konter setzen. Aber das war alles andere als gut gespielt. Aber die Australier wirken in der Defensive sehr griffig und machen das bisher sehr, sehr gut. Gehen da immer hart dazwischen, schmeißen sich in jeden Ball rein und bisher steht da auch noch die Null. Aber vorne geht da halt relativ gar nichts und jetzt kommt Dänemark schon wieder mit Jorgensen. Gut gespielt, Paulsen und jetzt ist er drin. Völlig verdient. Klasse Angriff, Paulsen, schöner Kopfball. Dänemark. Hochverdient hier 1-0 vorne. Das hat man gesehen, das war im Training geübt, das war perfekt gespielt. Schöner Pass von Sisto auf den anderen Stürmer, der dann auf Juraj Paulsen und der macht hier das erste Tor für Dänemark in diesem Spiel. Ja, wie du sagst, wunderschön rausgespielt, da kann Australiens Hintermannschaft nichts mehr machen. Und jetzt müssen sie sich hier strecken, denn die Leistung muss auf jeden Fall besser werden. Offensiv war da jetzt noch nicht viel zu holen, bis auf ein, zwei kleinere Chancen. Da muss auf jeden Fall mehr kommen, wenn man hier punkten will. Und eigentlich muss man hier schon fast gewinnen. Das wäre auf jeden Fall die beste Ausgangslage für Australien. Und zwei Tore hier gegen Dänemark wird extrem schwer. Das ist richtig, aber sie versuchen es jetzt hier mal, aber vorne scheitert es dann an diesem entscheidenden letzten Pass meistens. Ah, jetzt haben wir Robbie Cruz. Schöne Flanke da hinten, steht Lecky völlig frei. Und da haben wir Schmeichel zum ersten Mal in absoluter Aktion gesehen und das macht er richtig klasse. Aber das war schlecht verteidigt von den Dänen.
Aber auch gut gespielt von Cruz, der mir da am besten gefällt. Die Nummer 10. Blackie. Okay, der läuft da schon eigentlich in eine gute Position, antizipiert den genau richtig und dann nimmt er den Ball nicht, weil er diese zwei Schritte dann nicht mehr entgegengeht. Dänemark, wenn die hier aufdrehen vom Tempo her, dann guckt Australien meist nur zu. Aber Christian Eriksen im Moment noch wirklich ein Schatten eher. Das macht Australien da wirklich gut. Und jetzt vielleicht mal über rechts. Da sind sie bisher noch überhaupt nicht gekommen. Über Wiston. Flanke ist gut. Aber zu lang dann in der Luft. Und jetzt könnte Sisto sich da auf den Weg machen. Aber gutes Ein starkes Tackling. Minimum steht von jedem. Und Aaron Moy macht da auch gut. Schlecht. Eriksen. Und dann ist Halbzeit. Dänemark führt hier verdient mit 1 zu 0, weil von Australien einfach zu wenig kommt. Aber die Dänen auch defensiv nicht unbedingt die stärksten. Also Australien hat da auf jeden Fall noch Chancen dran zu kommen. So, und dann gehen wir rein in die zweite Halbzeit. Australien hat einmal gewechselt. Der Stürmer ist rausgegangen. Cahill geht jetzt in den Sturm. So sieht das hier erstmal aus. Der neue ZOM ist gekommen. Aber erstmal kommt Dänemark mit Yusuf Poulsen, der versucht es, aber das ist dann doch meilenweit daneben. Das schlechte Spiel von Australien. Oh, klasse von Yusuf Poulsen, den muss man erstmal so holen. Eriksen auf Jürgensen. Sie kriegen diesen Eriksen nicht in die Abschlussposition, wo sie es gerne haben würden. Delaney verliert da jetzt unsinnig den Ball. Oh, aber was macht Australien in der Offensive? Also hinten ist das wirklich in Ordnung, was die da zeigen heute, finde ich. Aber in der Offensive einfach nur grauenvoll. Habt überhaupt nichts. Hier ist aber noch ein Robbie Cruz mit der Beste. Macht das gut. Starkes Dribbling. Zieht nach innen. Robbie Cruz. Das ist jetzt mal gefährlich. Cruz. Super Fahrseitenwechsel auf Lucky und der rennt einfach ins Aus. Kriegt den Ball ja nicht unter Kontrolle. Riesenchance und dieser Cruz, wie gesagt, der gefällt hier mit am besten bei Australien, aber der Pass war dann ein bisschen weit und Lecky macht überhaupt nichts draus. Und solche Chancen muss Australien nutzen, weil ewig wird das Spiel hier nicht gehen. 30 Minuten sind noch auf der Uhr. Kasper Dolberg kommt jetzt bei Dänemark ins Spiel. Für den schwachen Jürgensen. Und Sisto, der Sisto. wird da jetzt umgerannt, aber kein Foul von Sainsbury, der da hinten wirklich seinen Laden bis auf wenige Ausnahmen richtig gut zusammenhält. Stark von Lecky. Auch Sisto macht das jetzt hier mal richtig gut. Ein Foul, sagt er schließlich da. Jetzt war es dann Foul an Eriksen. Und gibt Freistoß, vielleicht jetzt mal die Chance für Eriksen. Mal hier einen Akzent zu setzen. Schießt ihn durch die Mauer durch oder unter der Mauer. Wieder kein Foul. Also Und Delaney. Australien. Ja, Australien Hier kein beschwert sich da auch Freistoß. beim Schiri. Aber das ist den Dänen da sowas von egal. Delaney, ja, der war ziemlich weit auf dem Torwart, also keine Gefahr wirklich. Immerhin gibt's Eckball. Und die kriegt Juri Paulsen, der steht völlig frei, foult dann. Und es gibt trotzdem Vorteil für Australien. Und jetzt kann's schnell gehen. Lecky, das ist 3 gegen 3, aber er braucht wieder ein bisschen zu lang. Vergisst dann wieder so den entscheidenden Moment, nimmt er nicht mit zum Abpassen. Elberg. Witzhorn macht das gut. Holt sich da den Ball. Also Australien gefällt mir in der Defensive eigentlich echt gut, wie gesagt. Nur nach vorne hin ist das zu wenig, um hier so ein Spiel zu gewinnen. Eriksen. Schön gespielt, das ist Delaney. Delaney, uiuiui, der geht aber meilenweit daneben. Und der wird jetzt auch rausgehen. Für ihn kommt Jensen.
Wir haben jetzt kein gutes Spiel mehr. Beide Teams, ja, da merkt man wohl, die sind halt wirklich nicht die Klasse der Welt. Also fußballerisch ist da noch einiges nach oben. Aber Cruz jetzt wieder auf der linken Seite, lässt sich abdrängen. Abstoß Dänemark. Aber das ist so der einzige bei Australien im Team, der da so ein bisschen Dampf mitbringt, der so ein bisschen Tempo überhaupt mal macht, was das Offensivspiel angeht. Das ist da eher so schleppend. Goodson, Moy. Cahill schön wieder auf Cruz, wieder zurück auf Cahill. Das fällt ihm mal ein, diesen alten Routinier. Bleibt hier wenigstens mal am Ball. Schlechter Pass aber. Aber auch von den Dänen. Wieder Cahill. Und da wird er mal umgesetzt. Matthew Lecky. Kommt er mal mit Tempo. Matthew Lecky. Gespielt auf Rogic. Rogic, da ist mal Platz in die Arme von Kasper Schmeichel. Dänemark beschränkt sich jetzt hier komplett auf Konter. Aber das ist wieder ein zu langsam. Christensen wird jetzt hier noch richtigerweise gelb kriegen für sein hartes Einsteigen. 10 Minuten noch für Australien hier zumindest ein 1 zu 1 zu erzielen. Schlecht jetzt von Dänemark. Den holt sich der eingewechselte Nabaut, oder wie auch immer man den ausspricht, so bestimmt nicht, wie ich es gerade gemacht habe, aber das ist hier erstmal nicht ganz so wichtig. Was ist so? Und Dänemark sind jetzt hier einfach zu konzentriert und jetzt Dolberg macht er die Entscheidung. Dolberg, das ist es, das war's. Australien ist tot, da bin ich mir sicher. 2 zu 0 für Dänemark. Stark gemacht, Kaspar Dolberg, die endgültige Entscheidung. Eriksen, da hat man einfach die Klasse gesehen. Natürlich hier auch viel zu einfach der Laufweg offen gelassen von den Australiern. Sainsbury, der mir da eigentlich gut gefällt, kommt diesmal nicht hinterher. Und ja, für mich ist das jetzt auch entschieden, weil Australien einfach offensiv zu schlecht ist. Das gesamte Spiel über diese einfachen Pässe, wir sehen es jetzt schon wieder, die kommen nicht an. Das ist nicht WM-tauglich teilweise. Bis auf Robbie Cruz und Sainsbury. Oder werden wir hier wieder eines Besseren belehrt, wenn Australien jetzt schnell den Anschlusstreffer erzielt. Lecky. Das macht er richtig klasse. Und Und Schmeichel das war dürfen schon wir. fast die gefährlichste Chance mit dem ganzen Spiel hier in der 87. für Australien. Da muss Schmeichel rauskommen, muss den gut abschätzen, macht er aber alles perfekt. So wurde es dann letztendlich doch nicht ganz so gefährlich. Aber es war mal nicht allzu schlecht herausgespielt von Australien. Kommen wir vielleicht nochmal über Cruz, der hat hier ein gutes Spiel gemacht, aber es hat nicht gereicht. Jetzt gibt es nochmal Freistoß für die Australier. Ja, Aaron Moy, auch das wird wahrscheinlich hier nichts mehr am Spielstand so grob ändern. Aaron Moy, aber der ist klasse geschossen. Und Schmeichel nochmal mit der Parade. Nächster Angriff. Boah, Wird setzt dann da der weggecheckt. Siegner hier den Schmeichel um. Gibt zu Recht gelb, meiner Meinung nach. Matthew Lecky hier. Unnötig, da Schmeichel so reinzuspringen. Aber man darf auch nicht vergessen, dieser Schmeichel, das ist einer der besten Torhüter der letzten Jahre. Und das sieht man hier wieder, hält hier Dänemark die Null. Denn die gewinnen jetzt hier völlig verdient mit 2 zu 0, weil Australien hier vielleicht am Ende noch ein paar Chancen hatte. Aber insgesamt war das einfach viel zu schlecht. Und jetzt müssen die echt aufpassen, dass die hier nicht in der Gruppenphase rausfliegen, denn die haben gegen einen Konkurrenten hier 2 zu 0 verloren. Ja, so sieht es aus. Also kein guter Auftritt von Australien. Dänemark war einfach besser, das hat man hier gesehen. Setzen sich hier verdient durch. Ja, in echt schwierig. Wer holt sich Platz 2 hier in der Gruppe C? Ist wahrscheinlich ja gesetzt, dass Frankreich Erster wird. Also kann ich mir nichts anderes vorstellen eigentlich. Ich glaube, dass Dänemark das in echt hier auch gewinnt und ein knappes 2 zu 1. Man darf nicht vergessen, Peru ist auch nicht zu unterschätzen, der vierte Gegner dann noch. Also beide Teams müssen hier eigentlich gewinnen und ich glaube auch, Dänemark ist einfach die bessere Mannschaft, vor allem ein Eriksen, vor allem das Mittelfeld und der Sturm sind einfach mindestens eine Stufe besser als die von Australien. Deswegen gewinnen die hier mit 2 zu 0. Und ja, wir hoffen wie immer, es hat euch gefallen. Lasst einen Daumen nach oben da und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!